Hallo liebe Fotofreunde, hier ist der Mike. Willkommen zu diesem neuen Video. Willkommen zu den neuen Foto-News in dieser Woche. Es gibt was zu gewinnen, es gibt richtig coole News. Ich muss unbedingt was verkaufen. Was es genau sein wird, das erfährst du gleich in diesem Video. Es gibt eure Instagram-Kanäle und einige andere richtig geile Neuigkeiten. Und deswegen auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben und gerne bis zum Ende schauen. Mein Name ist Mike, auf meinem Kanal dreht sich alles um das Thema Fotografieren und auch um das Thema Filmen. Wenn noch nicht geschehen, lass doch gerne mal ein Abo für mich da und vor allem kommentiere schön fleißig unter dem Video. Alle News, die ich hier nenne, findest du auch in der Videobeschreibung, also gerne dann für weitere Informationen einfach da reinklicken, auf den Link klicken, dann wirst du weitergeleitet und kommst auch zur entsprechenden Seite und kannst da weitere Informationen dir dann quasi wegholen oder einholen. Wir fangen mal direkt an. Es gibt ein neues Update für Lightroom und Camera Raw. Und zwar kann man ziemlich leicht oder leichter wie vorher Flecken entfernen und unerwünschte Dinge. Wie das genau funktioniert, das habe ich dir auch hier verlinkt. Einfach mal in der Videobeschreibung unten reinschauen, wenn das für dich gerade relevant ist und wenn du vielleicht Lightroom oder Camera Raw Nutzer bist. Photoshop umsonst, geht das? Naja, nicht so ganz. Also im Grunde geht das schon. Also wenn man das natürlich verfolgt, dann weiß man, die Photoshop-Produkte kosten in der Regel Geld. Meistens eine Lizenzgebühr pro Monat. Manchmal gibt es auch Angebote über Amazon beispielsweise, wo man die Lizenzen etwas günstiger bekommt. Aber wenn du gar nichts ausgeben willst, wenn du vielleicht Hobbyfotograf bist und willst, sag ich mal, Geld sparen und bist nicht so der Bildbearbeitungsmensch, dann kann ich dir empfehlen. Und zwar gibt es den kleinen Bruder von Photoshop, nämlich Photoshop Elements 2023 kostenfrei zum Download. Das ist quasi eine etwas andere Version von Photoshop, eine etwas abgespecktere Version, aber nicht weniger schlecht, sage ich mal, sondern da fehlen ein paar grundlegende Funktionen, die man vielleicht nicht unbedingt jetzt, sage ich mal, als Hobbyfotograf braucht, die wir vielleicht jetzt, sage ich mal, als All-Time-Fotografen, also jeden Tag, wenn wir Bilder bearbeiten, halt benötigen. Das Ganze ist kostenfrei. Ich packe den Link dazu auch in die Beschreibung, da kannst du es gerne runterladen für Mac oder für Windows-Rechner. Da gerne vorbeischauen. Wie gesagt, das ist kostenfrei, das Produkt. Und schau da am besten mal vorbei. Warum haben diese oddly satisfying Videos so viel Erfolg? Du kennst es vielleicht, irgendwo wird Seife abgeschnitten, ganz filigran. Irgendwo taucht ein Löffel in Schaumstoff ein. Das ist schon irgendwie beruhigend. Und auch ich kenne natürlich diese Videos, vielleicht kennst du sie auch, über Instagram, über TikTok oder wo auch immer du das gerade verfolgst. Ist ein großer Hype, schon seit mehreren Jahren tatsächlich. Und warum das so ein großer Hype ist, das erfährst du in dem Bericht, auch in der Videobeschreibung. Sehr interessant, wie ich finde. Und die Videos haben Millionen Aufrufe. Schon crazy, dass wir als Creator quasi uns jeden Tag hier irgendwie Gedanken machen um unsere Videos und uns Mühe geben, damit wir für euch einen coolen Content erstellen können und, sage ich mal, solche Low-Budget-Produktionen, wo einfach die Kamera aufgestellt wird und es eigentlich nichts passiert, haben so viele Aufrufe. Also schon verrückt manchmal die YouTube-Welt, die Video-Welt. Wenn das für dich interessant ist, schau da am besten auch mal rein. Die Sony A7 V ist draußen, jetzt schon einige Zeit und muss da glaube ich nicht viel zu sagen. Sony hat wieder einiges Cooles rausgebracht, was richtig gut ist. Einige Sachen verstehe ich noch nicht so ganz in der Kamera. Aber sie haben tatsächlich wirklich endlich mal auf die User gehört und haben auch vieles wirklich richtig gemacht. Wenn ihr wollt, kann ich gerne mal so ein Feedback über meine A7 IV geben. Die habe ich mir ja gerade vor kurzem sozusagen angeschafft. Aufgrund dessen meine beiden A7 IIIs die Hufe hochgemacht haben, musste ich quasi umsteigen. Und ich habe mir quasi gleich das Nachfolgemodell geholt, die A7 IV. Was aber nicht heißen soll, dass die A7 IIIs eine schlechte Kamera ist. Eher im Gegenteil, ist eine super Kamera, würde ich immer noch empfehlen. Und wenn du im Vollformatsektor einsteigen willst, wenn du eine gute Videoauflösung brauchst, wenn du gestochen scharfe Fotos brauchst, dann ist, glaube ich, die A7 III immer noch ein Steckenpferd, was man, sage ich mal, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her in Betracht ziehen sollte. Ich kann immer gerne mal, wenn ihr das möchtet, auf jeden Fall ein Video machen zur A7 IV und dann kann ich auch so ein bisschen vielleicht vergleichen zur A7 V, ob der Umstieg vielleicht lohnt, ob er nicht lohnt, etc. etc. Wenn das von euch gewünscht ist, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar für mich da, würde mich sehr interessieren. Dann mache ich mir gerne die Mühe für euch und schreibe einfach mal alle Facts auf, die quasi zum Vergleich relevant sind und mache dazu natürlich auch ein entsprechendes Video. Also gerne mal fleißig kommentieren. Lohnt sich die DJI Mavic 3, also nicht die Mini, sondern die Mavic 3, der große Bruder quasi von der Mini. Dazu gibt es auch ein ausführliches Review von DP Review, die haben das nämlich getestet. Fakt ist, zwei wichtige Faktoren wie die Brennweite von 24 mm äquivalent ist schon ziemlich cool und vor allem 40 Minuten Batterielaufzeit.
Ob man das unbedingt braucht, weiß ich nicht so speziell tatsächlich, weil ich solche größeren Drohnen nicht besitze und auch gar nicht fliegen möchte. Hat verschiedene Gründe. Man braucht da wieder eine spezielle Genehmigung für Reise, Gepäck ist größer, etc. etc. Über Auflösungsgeschichten lässt sich immer so ein bisschen streiten. Ich habe die DJI Mavic Mini 2 und bin damit super zufrieden. Habe damit schon hunderte, tausende Aufnahmen gemacht, sei es Video, sei es Fotos. Und ich kann nur so viel sagen. Die Fotos, die man damit machen kann, reichen immer noch locker aus, um einfach gestochen scharfe Bilder für Bildbände oder ähnliches zu machen. Also das wäre für mich so, sage ich mal, das erste Kriterium, auf was ich achten würde. Aber falls du vielleicht umsteigen willst, vielleicht willst du dir ja auch eine größere Drohne vielleicht gerade zulegen, dann schau da gerne mal rein. Auch dazu packe ich den Link in die Videobeschreibung. Xiaomi bringt komisches Handy mit einer riesen Linse raus. Das hört sich komisch an. Im ersten Moment musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich das Bild dazu gesehen habe und mir den Bericht dazu durchgelesen habe. Aber tatsächlich kommt man wohl als Handyhersteller auf lustige Ideen, wenn man an seine Grenzen mit den Kameras kommt. Und das Problem ist ja an, sage ich mal, Smartphone-Kameras immer irgendwann auch die Bauweise. Mal, es geht nicht noch kleiner und noch besser von der Auflösung her. Deswegen gibt es halt immer noch größere Kameras, die einfach eine bessere Auflösung haben. Und das wird sich auch die nächsten Jahrzehnte nicht ändern. Natürlich werden die kleinen Kameras und die Handys besser werden, meiner Meinung nach. Aber sie werden nicht das Level erreichen, was eine Vollformatkamera, was eine Videokamera quasi leisten kann und auch leisten muss. Jedenfalls, wenn das was für dich ist, schau da gerne mal vorbei. Ich finde es ein bisschen lustig, aber vom Konzept her gar nicht mal so unsinnig, denn tatsächlich kann man sich ja überlegen, wenn es vielleicht eher so ambitionierte Hobbyfotografen sind, die eher mit dem Handy vorher fotografiert haben, wollen jetzt vielleicht ein bisschen aufrüsten, wollen sich aber keine Kamera extra kaufen, sondern vielleicht nur ein Objektiv, dann wäre das eine coole Lösung und ich glaube, das ist auch die Nische, die sie damit bedienen wollen. Ich persönlich finde es cool und ich schaue mir die Entwicklung auf jeden Fall mal dazu an und bin gespannt, was da noch so passieren wird. Also ich glaube, das ist schon, kann schon eine Nische werden. Ob die jetzt angenommen wird von den Nutzern, weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, das ist schon so ein bisschen eher die Zukunft, als noch kompakter zu bauen, mehr Linsen reinzubauen, etc. etc. Ich weiß immer nicht so richtig. Also ich glaube, das ist dann eher die Zukunft in meinen Augen, als jetzt die Smartphone-Kameras weiterzuentwickeln. Aber ist auch nur meine persönliche Meinung. Genau, was tut sich bei mir? Alle Fähre-Videos sind fertig geschnitten, sind jetzt auch in der Timeline eingespielt. Das heißt, diesen Donnerstag geht die nächste Folge online. Wenn du die anderen Fähre-Videos noch nicht geschaut hast, schau sie dir unbedingt mal an. Wirklich eine richtig geile Landschaft, super Stimmung ist dabei. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben bei der Auswahl der Musik, bei der Auswahl der Bilder natürlich auch, damit ihr wieder Mehrwert bekommt. Und vielleicht kann ich euch ja auch so ein bisschen triggern, dass ihr vielleicht mal selbst auf die Fähre-Inseln fahren oder fliegen wollt, je nachdem. Super schön dort. Ich weiß, mir ist bewusst, Wal und Delfinfang passen nicht zusammen manchmal. Aber ohne jetzt eine politische Diskussion daraus zu machen, ich glaube, nicht nur die Fähre-Inseln, Bewohner, die Wale schlachten und Delfine schlachten, müssen sich an die Nase fassen, sondern wir persönlich auch mit unserem eigenen Konsum, mit unserer eigenen Massentierhaltung etc. etc. Ich will das gar nicht ausweiten, wie auch immer. Ne? Also jetzt keine Diskussion bitte anfangen unter dem Video. Mir ist es bewusst, aber es war für mich tatsächlich kein Grund, nicht auf die Fähre-Inseln zu fliegen. Denn ich habe mit vielen Leuten dort vor Ort gesprochen, wie die das sehen. Und tatsächlich ist es schon so, dass nicht alle Färöer oder Färinger besser gesagt das gutheißen. Ich glaube, da ist schon ein starkes Umdenken gerade im Anmarsch. Also hoffen wir das Beste für die Tiere, vor allem natürlich, dass das in Zukunft vielleicht weniger wird oder am besten gar nicht mehr passiert. Das wäre, glaube ich, das Beste für alle. Außerdem sind die Bornholm-Videos im Schnitt derzeit auch richtig geil, was ich da so entdeckt habe auf Bornholm. Also dazu gibt es demnächst noch ein paar neue Fotos auf meinem Instagram-Kanal und natürlich auch neue Videos hier auf YouTube. Also richtig geil, die Insel. Ich war super geflasht und habe da ein paar Videos gedreht, habe da super viele tolle Fotos machen können. Und welche das sind, das erfährst du dann entsprechend auch hier demnächst auf diesem Kanal. Der Fähre Bildband ist im Lektorat derzeit. Ich bin also fast fertig, muss noch ein paar Details, ein paar Nuancen jetzt anpassen. Das erste Lektorat ist quasi durch, das Co-Lektorat wird gerade gemacht. Dann kommt es in den Druck, oder es ist gerade im Druck auch parallel dazu. Das heißt, ich bekomme ein erstes Probedruck jetzt die Woche. Dann gibt es dazu nochmal ein extra Video zum Bildband, dass ihr schon mal so ein bisschen für euch schauen könnt. Mensch, okay, was ist da so drin? Was geht es konkret? Ich kann schon so viel sagen, es ist mega dick geworden. Ich hätte noch mehr Seiten machen können, aber dann wäre die Bindung nachher nicht mehr so klar gekommen, sage ich mal, bei der Druckerei. Ich muss auch ein bisschen gucken, dass ich mit dem Nutzen-Kosten-Verhältnis her auch irgendwie ins Reine komme für mich selber, sage ich mal, und für euch auch. Aber es ist auf jeden Fall ein dicker, richtig dicker Bildband geworden. Ein sehr, sehr hochwertiger Bildband und noch mal einen Ticken besser als der Lofoten-Bildband. Und ich kann schon so viel sagen, es ist echt mega, 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 mega episch geworden. Es sind so geile Bilder drin, wie gesagt, ich hätte noch hunderte Seiten mehr machen können, aber ich habe mich auf die besten Bilder quasi dann für euch beschränkt. Aber dazu in einem anderen Video nochmal mehr.
Falls du noch keinen Warnemünde-Kalender hast, dann wäre es jetzt Zeit, sich mal einen zu organisieren, denn du weißt, Weihnachten steht vor der Tür, das neue Jahr. Was gibt es da Besseres als einen schönen Kalender vom Ostseebad hier aus Warnemünde? Wenn du Bock darauf hast, schau da gerne mal in die Videobeschreibung rein. Da findest du einfach alle Informationen auch in meinem Store auf meiner Webseite. Da hast du alle Informationen zu allen Produkten etc. Also da gerne mal vorbeischauen. Dann kommen wir mal zu den Dingen. Ich muss was verkaufen. Ich muss ein bisschen ausmisten tatsächlich. Ich habe jetzt mal so ein bisschen geschaut auf meinem Dachboden oben. Ich bin also ein sehr akkurater Typ. Ich hebe immer alle Packungen auf und alle Verpackungen auf von allen Dingen, die ich kaufe. Und ich habe mir ein paar Dinge zusammengesucht, die ich nicht mehr nutze, weil ich einfach zu viel davon habe. Ich fange mal damit an. Und ihr könnt mir einfach, wenn ihr Bock habt auf so ein Teil, was ich euch jetzt gleich hier zeigen werde, schreibt ihr mir einfach eine E-Mail an moin@mike-herfurt.de. Schreibt einfach dazu, was ihr quasi haben wollt und was für eine Preisvorstellung ihr habt. Und dann schreibe ich euch zurück und kann euch sagen, ob das soweit passt und ob ich es euch zuschicken kann. Versand nur innerhalb von Deutschland. Also, wir fangen mal an. Das erste ist ein Heo-Isen-Stativ. Ich habe nämlich 2 Stück davon und brauche nur eins. Und ja, ist ein super solides Stativ, mein erstes Stativ gewesen. Es hat ein paar kleine Macken auf jeden Fall. Es ist ein Gebrauchsgegenstand, aber es ist vollkommen tipptopp in Ordnung. Der Kopf ist in Ordnung, du hast eine Mittelsäule, die kannst du rausziehen. Der Kugelkopf ist noch vollkommen in Ordnung, also du kannst alles ganz easy verstellen. Er lässt sich ganz problemlos bewegen. Du kannst also alles ganz normal verstellen. Ist super cool, das Stativ. Und wie ich finde, ein gutes Reisestativ ist nicht zu schwer, ist aber auch nicht zu leicht. Und das verkaufe ich also einmal. Wir machen mal direkt weiter. Dann geht's mal weiter. Und zwar habe ich hier eine große Box von Rollei. Ich verkaufe einmal ein LED-Panel, weil ich einfach zu viel Licht auch habe für meine Videoproduktion. Und zwar, muss ich kurz selber reinschauen, ist das einmal Lumstick RGB. So sieht er quasi aus. Alles dabei, alles sehr, sehr hochwertig. Habe ich vielleicht 3-4 Mal benutzt dann überhaupt. Der Stick ist hier drin. Den könnt ihr an Strom anschließen, wenn ihr wollt. Der kann verschiedene Farben machen. Ihr könnt das auch steuern anhand von Detektoren. Das heißt, ihr könnt ihr einfach an einem LAN-Kabel anschließen, könnt es über den PC steuern, wenn Musik zum Beispiel läuft. Batteriebetrieben könnt ihr es einstellen mit 2 großen Batterien. Akkulaufzeit sind ungefähr 3 bis 4 Stunden. Oder halt per Strom ganz easy peasy einfach anschließen. Könnt ihr mit so einem Haltegriff quasi auch machen. Den Festschrauben am Stick, dann kann man den auch irgendwo raufsetzen oder einfach quer nutzen. Ist auch für Videoproduktion echt ein super Teil, also kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Wenn ihr daran Interesse habt, auch da bitte einfach mal eine E-Mail schicken an moin@mike-herfurt.de. Ist alles vollständig, verschicke ich auch gut verpackt, dass es da keine Probleme gibt. Alles dabei, siehst du schon, Anleitung ist auch dabei, also passt sehr, sehr gut. Eine App gibt es dazu auch, kostenfrei, im App Store und im Google Play Store. Könnt ihr quasi das Licht auch dann übers Handy dann sozusagen steuern. Dann ist mir aufgefallen, tatsächlich, ich habe viel zu viele Fotorucksäcke mittlerweile. Und ich verkaufe noch den Tarion Backpack. Der hat 25 Liter. Auch nie gebraucht. Ich glaube, einmal als Videopräsentation, wo ich den Rucksack vorgestellt hatte. Ist alles dabei, ist ein Inlay dabei. Super gepolstert. Es ist alles funktionstüchtig. Also der ist wie neu, wie gesagt. Hat nur quasi im Karton gelegen. Habe ich nicht benutzt. Brauche ich nicht mehr. Und schweren Herzens trenne ich mich auch von meinem großen F-Stop. Muss man selber kurz gucken, wie er heißt. Schuka. Der hat 75 Liter Fassungsvermögen, ist aber ohne Inlay. Das Inlay müsste man extra nochmal dazu kaufen, ist aber generell bei F-Stop so. Das heißt, du kannst ihn auch so als Wanderrucksack benutzen, wenn du willst. Einfach als großes Fach hinten dabei. Riesen Laptop-Fach. Also da passt wirklich richtig viel rein. Wenn ich auf größeren Wanderungen war, habe ich eigentlich immer noch Platz gehabt für genügend Essen, für nochmal eine extra Jacke, sogar für Schuhe teilweise. Also das passt soweit. Also der ist gebraucht, aber trotzdem super in Schuss. Ja, in Orange, auch sehr auffällig, wie ich finde. Also wenn man Fotograf ist, dann weiß man sofort, oder kennt man diese Rucksäcke auf jeden Fall sofort und kann das sofort zuordnen. Auch den verkaufe ich für euch. Da einfach mal eine Mail auch an moin@mike-herfurt.de. So, das war der kleine Flohmarkt mal für heute. Wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt, ihr könnt auch gerne einen Kommentar unter das Video schreiben. Preise nenne ich nicht unter dem Video. Das müssten wir schon dann zusammen machen, wenn wir quasi zusammenkommen wollen. Also wenn ihr eine Preisvorstellung habt, schickt mir die gerne zu. Und dann werden wir uns sicherlich auch irgendwie einig werden. Kommen wir mal zu euren Instagram-Kanälen. Der erste Kanal, den ich vorstellen möchte, ist einmal Brizke-Foto von der Hamburger Reeperbahn. Sehr, sehr schön gesehen. Da kann man auf jeden Fall sehr viel entdecken. Ich war ja nun schon einige Male jetzt in Hamburg, habe auch fast 10 Jahre lang in Hamburg gelebt. Also ich kenne da schon einige Ecken. Sehr schön gesehen, wie ich finde. Sehr schön eingefangen. Also von mir Daumen nach oben. Herz habe ich da gelassen. Vielen Dank. Schaut gerne bei ihm vorbei auf seinem Instagram-Kanal. Lasst gerne ein Abo mal da, sodass auch kleine Kanäle oder unsere Kanäle allgemein schön wachsen können.
Und der zweite Kanal ist von Nikis Fotoseite und zwar ein super schöner Wald mit Sonnenstrahlen, gerade jetzt im Herbst sehr, sehr passend, wie ich finde. Sehr schön eingefangen, tolle Lichtstimmung. Auch da Daumen nach oben, toll, toll gesehen. Also kann ich nur empfehlen, auch da gerne vorbeischauen, gibt es ganz, ganz viele tolle Bilder. So, bevor wir zur neuen Verlosung kommen, den Kalender aus dem letzten Foto-News hat gewonnen Mr. Gartenbahner oder MR Gartenbahner, muss jetzt lügen. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst den Kalender von mir zugeschickt. Dazu bitte einfach eine Mail an moin@mike-herford.de senden mit deiner Adresse. Dann schicke ich den Kalender gerne an dich raus, aber nur innerhalb von Deutschland, weil sonst die Versandkosten einfach zu hoch werden. Das bitte bedenken einmal dabei. Und neues Gewinnspiel ist, ich verlose einmal zwei Fotografiehefte, wie nennen wir es? Fotohefte, Fotozeitung, Drohns einmal. Normalpreis 25 Euro, die Drohnszeitung. Und dann haben wir einmal die Pix, das wären 5,90 Euro, also 30 Euro gespart. Schicke ich euch kostenfrei zu. Was ihr machen müsst, ist einfach Fotozeitung als Wort unter das Video schreiben und dann nehmt ihr automatisch an der Gewinnspiel, in der Verlosung quasi teil. Die Bekanntgabe erfolgt wie immer in den nächsten Foto-News hier auf meinem Kanal. Also macht gerne fleißig mit. Wie immer lasst auch mal ein Abo für mich da hier auf dem Kanal. Kommentiert fleißig stellt gerne Fragen, wenn ihr Fragen habt, etc. etc. Genau, das war's für heute, für die Foto-News für diese Woche. Schön, dass du dabei gewesen bist, dass ihr da wart. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, ne, Daumen nach oben nicht vergessen, habe ich schon gesagt. Kräftig teilen mit Freunden und Bekannten und vor allem mal die Abo-Glocke drücken, weil dann können wir YouTube immer so ein bisschen helfen, dass man das besser angezeigt bekommt, dass man nicht untergeht im Algorithmus der YouTube-Welt. Von daher wird mir das sehr, sehr helfen. Also vielen Dank. Und vielen Dank auch für eure Treue bisher, dass ihr immer so fleißig schaut, dass ihr so viele Videos kommentiert, wenn sie draußen sind. Ich kann so viel sagen, es steckt wirklich viel, viel Arbeit dahinter, dass man jede Woche quasi auch immer Content irgendwie produzieren kann und der dann hoffentlich auch für euch einen Mehrwert hat. Ich hoffe, das ist der Fall noch für euch. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Bleibt gesund, euer Mike. Bis bald. Ciao, ciao.